Servus Leute, wir sind wieder zurück beim Landwirtschaftssimulator 2015. So, uns fehlt noch der Stapler zum Aufladen, den werden wir uns jetzt gleich mal kostenfrei holen. So, ja, wo steht er herum? Und der steht gleich perfekt. Aber ich glaube, die Paletten stehen von der falschen Seite. Bedeutet, wir müssen sie ein bisschen anders beladen. So. Beladen, verladen natürlich. Das Sägewerk ist ein bisschen laut, finde ich. Unnötig. So. Ein bisschen abgekippt. Ladung gesichert. Ah, rauf zu ist das. So, da brauchen wir jetzt ja nicht schauen, wie wir es draufstellen, wenn wir nur zwei Paletten zum Fahren. Ich weiß, man sollte so normalerweise schüssig liegen, halt vorne anlegen komplett, weil wegen einem Verrutschen und dann Gewicht nach vorne, dann braucht man es nämlich nicht so stark eingurten. Macht man das in echt normalerweise, glaube ich. Halt, man legt alles ganz vorne an, weil das kann dann nachher nicht verrutschen. Halt beim Bremsen, dann kriegt es nicht so viel Kraft und kann die Vorderwand umkippen oder so, irgendwie war das. Die Ansicht ist so scheiße manchmal. Und das Sägewerk ist einfach nur laut. So, jetzt sind wir weit genug weg. Perfekt. So, raus mit dir noch. Den können wir nicht einfach gleich da stehen lassen. Nein, 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 nein. Zuerst einmal vergurten. Und jetzt dürfen wir fahren. Bordwände sind zu perfekt. So, ab geht's zur Baustelle. Die zwei Lärchenhölzer noch, Paletten abladen. Dann kann der Bauherr wieder arbeiten. Und dann war es auch mit dem Auftrag schon. Und wir haben schon einiges verdient, wir haben jetzt 77.550 schon. Müssen wir mal schauen, was die nächsten Aufträge, also vielleicht wenn die nächste Mission kommt, mit der Karriere, weil ich glaube, dass das ein bisschen vorgegeben ist, auch wann man welche Fahrzeuge kaufen kann. Oder ja, müssen wir schauen einfach, was für Aufträge freischaltbar sind. Weil es gibt ja auch Sonderaufträge und bla bla und bla bla. Weil ich schätze, dass das danach drinnen kommt. Kaufen Sie ein Fahrzeug oder sowas. So, 50 ist da noch, der bremst jetzt runter. Aber nicht auf einen 30er. Boah, Leute, ihr habt zur Geschwindigkeit drauf. Wenn ihr echt so viel fahren würdet, hättet jetzt jeden Tag einen Unfall. 20 km/h fahren. Ich weiß, ihr habt abbogen, aber so viel abbremsen davor. Insgesamt 10 Kilometer gefahren, 10.000 freigeschalten, perfekt. Halt, man kriegt auch durch die Erfolge wahnsinnig viel Geld zwischendurch. So, die zwei Paletten abladen und dann kriegen wir auch noch einmal ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob man sich jedes Mal das teuerste nehmen. Ich glaube, wir werden ein bisschen abwechseln. Wir schauen einfach, was wir schon gehabt haben. Zum Beispiel, jetzt haben wir die Holzvertiefelung als erstes. Sonst haben wir eh noch nichts gehabt. Deswegen werden wir nachher schauen, ein bisschen bremsen in der Ortschaft. Holzvertiefelung, die werden wir nachher nicht machen. Werden wir mal Gartenarbeit oder sonst irgendwas, was es halt so gibt. Oder Hausausbau, keine Ahnung. Müssen wir schauen, was für Aufträge es einfach gibt. So. Dann stellen wir uns gleich wieder da auf unseren gewohnten Platz hin. Ganz einschlagen. Es muss sich ausgehen, die Kurve. Perfekt, perfekt. Ich glaube, das passt schon so. Nein, das passt noch nicht so. Zuerst noch öffnen, die Klappen. Die finde ich schade, dass man es nicht von draußen machen muss. Ladung lösen, einsteigen. Und wir stehen komplett falsch. Viel zu weit weg. So, das bedeutet, zuerst einmal die rechte. Das sollte reichen. So, die werden wir jetzt aber übereinander abstellen.
Nein, nicht auf die Bitumenplatten. So, jetzt muss ich noch ein bisschen koordinieren. So, nächste holen. Ja, okay, die habe ich jetzt zu schnell angekuppelt. Ich habe es gesehen, dass es ist und habe es angekuppelt. War vielleicht jetzt der Fehler. Näher, wir müssen weiter rauf noch. Näher, rauf. Ein bisschen drehen. Na, ein bisschen müssen wir sogar. Müssen wir mit den Arm runter. Schau, wie schön wir die abstellen. So, da können wir gleich mit dem Baggerarm komplett einfahren. Ein bisschen runter. Drehen wir gleich richtig, halbwegs. So, Fahrtrichtung zurück zuerst. Dann drehen wir sich rüber. Und dann fahren wir jetzt auch gleich auf den Anhänger wieder drauf. So. Ich hoffe, die Leute. Da kommt jetzt kein Auto, wenn ich dann mit dem Bagger über die Straße fahre. Ich hoffe, der hat eine Gummibereifung, weil da macht sein Asphalt nichts. Wenn ich da jetzt mit den Ketten fahren würde, würde es ihm auch nicht so viel machen, aber ja. Ich glaube, irgendwann wird die Gemeinde sagen, Herr Bauunternehmer, wir wollen da eine neue Straße haben, weil sie demolieren die ganze Zeit mit ihren Baggern. So, na. So, jetzt will er. Na, wir sind komplett falsch. Nein, Junge. Wieso fährst du so komisch? Nochmal in die Innenansicht. Halbwegs hinstellen und dann... So, fahren wir nochmal zurück. Das ist ja jetzt gar nicht so einfach. Ich glaube, das ist wegen einem Gehsteig auch und. So wie ich gesagt habe, weißt du, ich drehe mich da viel schwerer. Natürlich könnte ich noch die andere Kette benutzen. Dann geht es ein bisschen einfacher. So, jetzt werden wir aber in die Außenansicht wechseln. Weil ich habe keinen Bock, da noch einmal runterzufallen. Wir können nämlich noch ein bisschen so gedreht. Na. Auf der Rampe darfst du nicht mehr drehen. Da musst du einfach rauffahren. So, perfekt. Drehen wir sich noch ein bisschen. So, dann fahren wir noch mit dem LKW wieder raus. Dann sollte der Auftrag auch gleich abgeschlossen sein. Hängen gleich mal den Bridge, halt den. Ah, falsch. Falsch rum. Wir müssen mir da vorne anhängen. Ich hoffe, das geht sich da jetzt halbwegs aus wegen der Tafel. Andere Ansicht. Na, die auch nicht. Am liebsten nehmen wir die. Ah, das sollte sich schon ausgehen, da anhängen. So, dann fahren wir noch den Stütze ein und gleichzeitig auch noch die hinteren ein bisschen. Aber irgendwas fehlt noch. Ja, da oben ist noch nicht alles abgeladen. %50 Na! Können wir gleich noch einmal ausfahren. Der zählt dir eine Palette nicht, die draufsteht. Das hat aber einmal funktioniert. Ich kann sonst jetzt nicht, ohne den Bagger kann ich es nicht runterhauen. Der wollte ja nur zwei Paletten, oder? Wollte er vier haben? Ja, eine fehlt. Na. So ein Dreck jetzt. Habe ich mir gedacht, ja, bist schon fertig.
stellst das schön hin, dass die schön draufsteht. Was ist? Nein, er nimmt es nicht dort oben. So. Verstehst du nicht wieso? Wäre in echt ja auch meistens so abgeladen und nicht alles nebeneinander. Sonst hättest du ja, weiß nicht, dass da ein bisschen für deinen, für der Baustelle Ziegeln bekommst und die würden alle nebeneinander abgeladen werden, hättest bald keinen Platz mehr. Na, die will ich. Na. So. Jetzt habe ich mal die eine aufgestellt. Die stellen wir nochmal rein. Aber relativ weit hinten schon. Die zählt aber, das ist perfekt. Ja, man muss ein bisschen improvisieren. So, jetzt zählen sie. Mach den Bereich frei. Ja, ich habe den schon komplett frei gemacht, um vorzufahren. So, wir haben sogar alle schon verladen gehabt. Und jetzt will er mich wieder, wollte er mich veräppeln ein bisschen. Der Happe. Der Happe. Der Hans-Peter. Der Hansi. Ach Gott. Jetzt müssen wir den nochmal rauffahren. Jungs, Jungs und Mädels, das ist ja Wahnsinn. So gut aus, du kannst deinen Hilfsarbeiter einstellen. Das ist gut so, das werden wir auch relativ bald machen. Wir haben jetzt 28.300 verdient, Erfahrung 1.132. So, 10.000 nochmal für den Abschnitt. 107.000 haben wir jetzt schon. Ich will auch Bauunternehmer sein. Da verdienst du dich ja dumm und dämlich gerade. Na. So, schaut's nicht gut aus. Ja, jetzt hänge ich auch noch. So. Fahren wir ganz kurz einfach vorwärts ein Stück. Na. Kann ich die Rampen einfahren? Schaut nicht gut aus. Das schaut gar nicht gut aus. Ich probiere jetzt gerade irgendwie wegzukommen. So, das bedeutet, wir werden jetzt die Maschine wieder mal. Nein, wir machen es jetzt ganz einfach. Muss ich ehrlich sagen, jetzt keine Lust, dass ich da aufs Firmengelände, ja. Dann aufs Firmengelände, ja. Und aufs Firmengelände, ja. Perfekt. So. Baustelle ist für mich fertig. Das Einfamilienhaus steht. Naja, schaut ja nicht einmal so schlecht aus. Wir werden jetzt zum Firmengelände laufen. Uns noch den nächsten Auftrag anschauen, den wir machen werden und wie das mit den Hilfsarbeiten so funktioniert und so weiter und so fort. Was die machen können. Wir werden hier jetzt mal in dem Let's Play ein bisschen solo und vielleicht machen wir später mal was anderes. So, Firma, Personal. Arbeiter einstellen 2000 im Monat. Möchtest du Dominik für 2000? Ja, möchte ich. Was kann der Dominik? Nein, ich möchte ihn nicht entlassen. Aber wie kann ich denen Arbeit zuweisen? Einen Container haben wir im Besitz. Den stellen wir aber auch mal zum Firmengelände zurück. Weil dann brauchen wir nicht jedes Mal kaufen und wieder verkaufen. Fuhrpark. Die können nicht uns, das ist klar. Finanzen. Da schauen wir ja ganz gut aus. So, was haben wir denn jetzt zum machen? Villa mit gepflasterter Einfahrt, 19.300. Ausbau eines Einfamilienhauses, 23.100. Ich glaube, das werden wir auch machen. Das ist einfach das meiste. Da sind auch viele Aufgaben zum Vergeben. Kann ich da irgendwie den Auftrag annehmen? Ja, das werde ich jetzt noch schauen. Und wir schauen jetzt noch, wie wir dann Hilfsarbeiter einstellen können. Das interessiert mich nämlich jetzt einfach. Kann ich da einfach sagen, wenn ich da auf die Tag. Ah.
Du kannst den Abschnitt von einem Hilfsarbeiter fertig machen lassen. Es dauert und du selbst kannst so lange nichts auf der Baustelle machen. Der Profit nach Abzug dem. Das ist aber nicht ernst, da sehe ich ja nichts. Kann man wenigstens abschnittsweise. Halt so. Nur das jetzt zum Beispiel oder nur besorge einen Schuttcontainer. Das wäre das Geniale. Das finde ich jetzt blöd, dass ich da jetzt nicht, dass ich nur das Komplette. Was ist da? Möchtest du diesen Abschnitt wirklich noch? Nein, möchten wir nicht. Halt die Angestellten sind im Endeffekt wertlos. Deswegen werden wir den jetzt einmal entlassen. Ja. Kann man den auch? Na, der verdient 5000 und ja. Auf Baustelle 1. Okay, der ist dort. Was er dort macht, weiß ich nicht. Der schaut uns einfach zu und schaut, ob wir die Arbeit gut machen. Dort hinten ist unser Schuttcontainer. Stimmt, den einen werden wir auch noch kurz zurücksetzen, weil der steht auch irgendwo. Dass wir da jetzt nicht extra hin und her fahren müssen. Passt. Und ich würde sagen, wir sehen uns aber im nächsten Part dann, wenn es wieder weitergeht beim Bausimulator 2015. Bis dann. Tschüss.